Insen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Heute gibt es noch wieder eine kleine Mac-Vorstellung und zwar präsentiere ich euch die Cicada. Sie wurde während steigender Anspannungen im Jahre 2740 von Hartford Co. Industries vorgestellt, als Versuch vom steigenden Bedarf an Battlemacs zu profitieren. Zu dieser Zeit hatte Bergen Industries die Vorherrschaft auf dem Markt für leichte Aufklärungsmacs mit ihrem Locust. Und Hartford Co.'s einzige Erfahrung in diesem Bereich war die Herstellung von Kommunikations- und Zielsystemen. Trotzdem designten sie ihren Mac, um direkt mit dem Locust zu konkurrieren, indem sie ihn genau so schnell, aber fast doppelt so groß machten, was der Cicada erlaubte, bessere Waffen zu tragen und somit einen kleinen Vorteil im Kampf zu haben, während die Kosten trotzdem noch recht gering blieben. Der Sternbund war ziemlich beeindruckt von dem Design und sie stimmten einen befristeten Vertrag mit Hartford Co. zu, eine kleinere Nummer Zikaden zu kaufen, welche viele der Locusts, die im Kampf in den Grenzregionen fielen, ersetzen sollen. Das einzige große Manko bei diesem Mech waren schlechtere Heatsinks, allerdings wurden diese in späteren Modellen durch modulare Heatsinks ersetzt. Mit ihrer Operationsbasis und ihrer einzigen Zikada-Fabrik auf Bryant angesiedelt, waren Hartford Co. eine der vielen Opfer des Falls des Sternenbundes und der Nachfolgekriege. Obwohl ihre Fabrik zerstört wurde, waren bereits viele Zikaden fertiggestellt und auf Bryant gelagert. Durch eine leider relativ zentrale oder gute Lage zwischen allen Abholungsstaaten war Bryant leider das Ziel vieler Plünderungen und Schlachtzüge, wodurch sich die Cicada dann in die Armeen aller Nachfolgestaaten tatsächlich verteilte, weil jeder einmal irgendwo hier das ein oder andere kleine Lager von den Dingern gefunden hat und die sofort raff alles mitnehmen. In den Armeen der großen Häuser bewies sie sich dann recht gut und wurde somit auch sehr beliebt bei den Lords der großen Häuser. Das hatte leider auch zur Folge, dass von ihnen oftmals mehr erwartet wurde, als sie eigentlich leisten konnte. Und da keine neuen Zikaden hergestellt werden konnten, begannen ihre Zahlen so langsam zu schrumpfen. Und mit dem Ende des vierten Nachfolgekrieges war der Mech fast gänzlich ausgelöscht. Die Entdeckung des Helm Memory Core ermöglichte es Free Worlds Defense Industries, die Cicada zu retten und die Produktion auf ihrer aufgefrischten Produktionslinie auf Gibson zu beginnen. Und die große Mehrheit dieser neu gebauten Zikaden wanderte direkt ins Militär der Liga Freier Welten, teilweise in Föderationseinheiten, welche in ihrem langen Kampf mit Andurien viele Verluste erlitten. Der Mech war zu dieser Zeit für sie die perfekte Plattform, um neu entdeckte Lost Tech zu verbauen und die verbesserte Cicada 3M wurde kurz bevor der Clan-Invasion vorgestellt. Neue Zicken wurden ans vereinte Commonwealth, dem Zusammenschluss von Steinadelvian und dem Draconis-Kombinat ausgeliefert. Das war Teil einer Übereinkunft, um die Clans zu bekämpfen. Und nach den ersten Frontberichten wurden direkt mehr Varianten des Mechs hergestellt. Nach der Spaltung Comstar sammelte sich das World of Blake auf Gibson und erhöhte die Produktion von Zikaden, um das World of Blake-Militär zu stärken, welches dann bald sogar mehr Zikaden führte als das Militär der Liga Freier Welten. Und da befand sich der Mech dann schließlich auch sehr gut vertreten auf beiden Seiten des Dschihad. Zu den Waffen und der Ausstattung. Die Cicada ist mit zwei Magna Medium Lasern und einem einzelnen Magna 200 Small Laser ausgerüstet. Die zwei schwereren Laser sind jeweils auf die beiden Seitentorsi aufgeteilt und der dritte sitzt dann im Center. Diese Waffen gaben der Cicada eine recht gute Unabhängigkeit von logistischer Unterstützung, wenn diese theoretisch notwendig gewesen wäre. Als Austausch dafür hat dann dieses Waffenloadout dann eine stärkere Hitzeentwicklung. Sie gaben der Cicada dann aber somit insgesamt genügend Feuerkraft, welche gut geschützt im Torso sitzt, sein eigentliches Ziel auszuschalten, nämlich andere, leichtere Mechs. Leider brachte die Platzierung der Laser auch einen toten Winkel mit sich, den der Feind ganz gut ausnutzen konnte, speziell wenn es schaffte, hinter die Cicada zu kommen, weil keine rückwärts gerichteten Waffen da sind. Nur so nebenbei. Alle Mechs im MacWarrior Online schießen ja nach vorne, aber zum Beispiel der ein oder andere Centurion hat im Lore auch mal einen nach hinten gerichteten Laser. Nur so als Hinweis. Der ein oder andere Mech. Ist auch egal. So, auf jeden Fall schützen 4 Tonnen Panzer und die Cicada. Das ist gerade mal genauso viel wie beim Locust. Aber hier sitzt dann das meiste in Torso komplett drumherum. Die stummelflügeligen Arme und die Beine wurden relativ gering gepanzert. Und deshalb verließ sich die Cicada als Verteidigungsmaßnahme tatsächlich primär auf Geschwindigkeit. Und dank seiner Pitman 320 Fusion Engine, welche die Hälfte des Gewichts tatsächlich ausmachte, gelingt ihr das auch ganz gut. Die Original Cicada 2A, hergestellt von Hartford Co., nutzte das Hartford J15B Kommunikationssystem und Hartford S1000 Zielverfolgungssystem, während neuere Modelle durch Free World Industries hergestellt ihre eigene Technologie verwendete. Die Cicada erträgt den Standard von 10 Heatsinks und wie eingangs erwähnt, es zeigte sich ja, dass das Original von Hartford Co., also die Heatsink-Modelle,
ein bisschen fehlerhaft waren. Was da heißt, bei andauernder Nutzung arbeiteten sie nicht mehr korrekt und wenn sie nicht ersetzt wurden, waren sie schlussendlich nur noch bei 6% ihrer Kapazität, was zu ersten Überhitzungsproblemen mitten im Kampf führen konnte. Obwohl bei den meisten Modellen Heatsinks dann später durch brauchbarere Modelle ausgetauscht wurden, nutzten einige später immer noch tatsächlich die schlechten Heatsinks, die von Hardward Co. Erst in 3029 rief FWLM, aka, wie hießen sie jetzt noch, Free Worlds Defense Industries, die ganzen Cicada-Modelle, die noch nicht aufgebessert wurden, zum Upgrade auf. So, und jetzt dann so zu den möglichen theoretischen Builds. Ich habe tatsächlich inzwischen 5 von den Dingern in meinem Hangar stehen. Die Zicke hat von mir noch nicht sonderlich viel Liebe erhalten, weil es fährt sich ja mehr wie ein Medium-Mac und ach, wie ein Light-Mac und ich bin mit Lights ja immer eher so nicht so. Also ich fahre lieber Heavies und Assaults. Ich meine, dann und wenn mal einen guten Medium oder gelegentlich auch mal ein Light, wenn es mich gerade richtig packt, bin ich dabei, aber meistens, ne, ihr kennt mich ja. So, auf jeden Fall habe ich die Cicada 2A direkt zweimal im Hangar. Man hat ja auch mal die 2A als Champion-Variante irgendwo hinhergeschmissen bekommen. Und es gab ja auch mal die L-Variante der 3F, wenn man entsprechend im Vorfeld mal irgendwelche Pakete gebucht hatte. Also kann ich euch insgesamt theoretisch 5 unterschiedliche Builds zeigen. Die 2A als erstes, wie ich sie damals ausgestattet hatte, waren 4 Medium-Laser und ein Large-Laser. Mit einer etwas kleineren Engine, diese Zicke fährt nur 130 km/h, nur, und hat entsprechend einen nicht direkt so großen Punch wie mit 6 Medium-Lasern, weil bei 6 Medium-Lasern wären das 30 Damage, hier mit einem Large-Laser und 4 Medium-Lasern sind wir nur bei 29 Damage. Dafür hat der Large-Laser halt einen etwas größeren Reichweitenvorteil. Wobei man, glaube ich, eher tatsächlich zu dem anderen Bild wechseln könnte, nämlich dem hier in der Champion-Variante. 6 Medium-Laser einfach, weil man sich mit diesem Ding mit 148 km/h auch noch, ohne Speed-Tweak, einfach sehr gut durch die Feindmassen bewegen kann, schnell am Gegner ran ist, die 6 Medium-Laser einsetzen kann und die ganze Zeit einfach rumwuseln, umhertänzeln, was auch immer. Man ist einfach schnell unterwegs und kann die ganze Zeit schön austeilen. Ich meine, klar, wenn man sich immer schön schnell positionieren kann, ist es auch cool, mit einem Large-Laser zu arbeiten. Aber man könnte hier vielleicht auch auf einen IR-Large-Laser gehen, dann könnte man zumindest die Distanz noch besser ausnutzen. Immer schön mit dem IR-Large-Laser rumbrutzeln und die Position wechseln. Das würde ich mir vielleicht noch mal überlegen. Aber ansonsten so Geschwindigkeit ausnutzen, einfach immer, ne, schön ran da, ruf da, feste klatschen und wieder weg. Das geht mit der Variante hier mit den 6 Medium-Lasern ziemlich gut. 6 Medium-Laser sind halt generell immer ziemlich gut. So, die 3C habe ich ausgestattet mit einer IR-PBC und 4 Machine Guns. Das hat aber auch einen kleinen Grund. Ist es eine IR-PBC, die ich verbaut habe? Ja, eine IR-PBC. Puh, wollte gerade sagen. Denn hier hat die IR-PBC 30% weniger Hitze. Also die Quatsch, 50% weniger Hitze durch ihr PPC und Energy Heat Generation Quirks, was schon mal ziemlich cool ist. Die Velocity von der ihr PPC, also von dem Projektil, was ja quasi rauskommt, von der Blitz, die Geschossgeschwindigkeit, ist um 50% erhöht. Das Ding fliegt also schneller zum Gegner hin, but schneller nochmal Schaden verursacht. Und Energy Cooldown plus 20%, was da heißt, die EAPPC lädt 20% schneller nach. Und das ist dann schon ein ziemlich cooler Hit-and-Run-Mac, so auf Distanz, vor allem mit der EAPPC. Man kann das schön im Dauerfeuer durchsetzen und mit den Machine Guns dann zusätzlich auch im Nahkampf dann noch ein bisschen arbeiten, wenn man mal in die Bedrohung kommen sollte, dass man sowas braucht. Und die EAPPC ist mit, ich sag mal, abgesehen vom Large Pulse Laser zum Beispiel, eine der am besten eingesetzten Waffen für diesen Bild so. Ich habe es hier tatsächlich nur mit einer Standard 255. Man könnte natürlich auf eine XL-Engine gehen und den Mac somit noch mal ein bisschen mehr pimpen. Aber ich wollte hier einfach mal auf Nummer sicher gehen, weil mit der IR-PPC ist man sowieso nicht so der durch die Gegend Heizer, sondern mehr der immer ein bisschen auf Abstand bleibt, Fire Support gibt und sowas. Und im Nahkampf ist man mit 103,3 km/h tatsächlich eigentlich immer noch ziemlich gut dabei. Anbei, die 4 Machine Guns sollte man nicht unterschätzen. Machine Guns per se sind immer schon ziemlich gefährlich, einfach weil, wenn irgendwo keine Panzerung mehr ist, kommen ja die kritischen Schäden, die kritischen Treffer. Und 4 Machine Guns sind schon mal ziemlich gut, im Verhältnis gesehen auf jeden Fall. 6 Machine Guns sind natürlich noch viel besser, aber das ist ein anderes Thema. Aber 4 Machine Guns sind auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Und die arbeiten quasi fast wie 6 Machine Guns. Oder 5, denn es gibt den Ballistic Cooldown hier, der um 25% verbessert wurde, also 25% geringere Nachladezeit für jede Machine Gun. Schon mal wieder ziemlich cool. So, die Cicada 3F, diese Legendary Variante, ne, Loyalty war es, glaube ich, wenn man das ein oder andere Paket, wenn man sich halt als loyaler Bürger erwiesen hat im MacWarrior Online und fleißig Pakete gekauft hat. Und hier sehen wir da von den Quirks relativ unabhängig ein Probebild einfach.
Ein Jumpsniper. Also beim Sniper. Also bei mir sieht man sowas nicht so häufig, deshalb muss ich lachen. Weil das Ding hat halt eine wirklich unfassbar perverse Sprunghöhe. Wenn wir auf die Jump Distance gucken, oben rechts im Fenster, sehen wir hier 105 von 105 Metern. Und das ist nun mal wirklich unfassbar krass. Und da kann man sich mit einer IAPVC und wunderbar immer wieder schön in Position bringen, von wo aus man dem Gegner mit der IAPVC zusetzen kann. Sollte es nochmal mehr in den Nahkampf gehen, hat man noch zwei Medium-Laser, die man zusätzlich einsetzen kann bei einer Hitzeffizienz von 1,27. Mit einer Energy Heat Generation, die um 10% reduziert wurde. Energy Cooldown wurde um 20% verbessert. Also diese Zicke kann ihre Firepower von 20 schon mal immer ziemlich gut an Mann bringen. Und das auch aus nun mal wirklich sehr krassen, guten Positionen. Und damit kann man auch nicht nur gut jumpsnipen, sondern sich auch auf hohe Höhen begeben, wenn man den weit genug runtergucken kann, um den Gegner auch nochmal schön eins mitzugeben. Und zu guter Letzt die Cicada 3M. Deshalb Dinge, was ECM-Kapazitäten hat. Nicht auf der höchstmöglichen Geschwindigkeit, also nicht mit Max Engine, aber dafür wollte ich da einfach mal etwas mehr Firepower drin sitzen haben, also einen guten Stich. In diesem Fall dann durch 4 Medium Puls Laser erreicht und mit dem Guardian ECM halt mit 130 km/h im Nahkampf ist man ziemlich gut dabei. Man stört die Systeme des Gegners auf Distanz zumindest mit entsprechenden Ausschaltungen. So, man kann sich gut an ECM, ach, an LRM-Boote ranschleichen mit 4 Medium Puls Lasern, die sie dann auch ziemlich gut bearbeiten. Hitzeeffizienz 1,46, da braucht man sich gar nicht großartig Gedanken darüber machen, ob das jetzt zu warm werden würde oder nicht. Könnte man sogar noch ein bisschen weiter runterschrauben und dementsprechend eine größere Engine einpacken. Das überlege ich gerade nochmal. Gucken wir uns das Slot mal an. Die beiden Double Dings aus der Engine raus. Mal schauen, bei der XL Engine, was kommt da für uns noch bei rum? Antonnage. Schwupp. Oh, wir könnten hier sogar damit auf Max Engine gehen. Oder zumindest auf die 325er. 340er wäre jetzt ein bisschen teuer, das werde ich auch nicht direkt abspeichern. Da sind wir 137,7 km/h. Einfach direkt mal auf Schwab möglich. Hitzeeffizienz liegt immer noch bei 1,36. Das mit 4 Medium Puls Lasern. Also man merkt es immer natürlich ein bisschen, wenn man kein extra Heatsink drin hat, was das Ganze so ausmacht. Aber da kann man hier dann einfach nochmal ein bisschen auf hier Ferro Armor gehen. Ein bisschen was rausnehmen aus den stummelflügeligen Ärmchen. Alter, was habe ich das Ding nach hinten stark gepolstert? Da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen was drunter nehmen. Ja, nee, ich werde das jetzt sowieso nicht absprechen, weil die 5,7 Millionen Zwiebeln spare ich mir. Auf jeden Fall könnte man den Bild so noch mal ein bisschen pushen, um noch mal mehr das Maximum rauszuholen. Also mit 137,7 km/h. Noch nicht spitze, sondern durch Speedfeak natürlich nur ein bisschen besser ausreizbar. Ist man damals auch schon wieder mit einem ziemlich fiesen Gerät unterwegs. Man könnte natürlich auch, wenn man hitzeffizienter arbeiten möchte, auf 4 Medium Laser gehen. Oder die Engine noch ein bisschen reduzieren und 3 Medium Laser und ein Large Pulse Laser verbauen zum Beispiel. Da sind diverse Möglichkeiten. Und was viele gerne fahren bei der ECM-Variante der Cicada, dank der Quirks, einem Bild mit einer, es hat ja einen Ballistic Slot, mit einer einzelnen Ultra AC5. Denn einmal Ballistic Velocity, also Projektilgeschwindigkeit, 20%, Ballistic Cooldown, 20%, also 20% schneller nachladen. Und die Block Chance für die Ultra ACs um 30% reduziert. Was da heißt, mit der Ultra kann man hier dann schon sich gut Sneaky Ninja mäßig irgendwo hin positionieren immer oder das Team einfach bubbeln, kann man natürlich alles machen und dann mit der Ultra einfach immer schön draufhalten, immer schön dackern und wenn der Ultra nicht blockiert und eine schnellere Nachladezeit hat, ist selbst eine einzelne Ultra AC5 nicht zu verachten. Ja, das war es jetzt so mit meinen Builds und wie ich die Dinger so derzeit fahre oder was man vielleicht theoretisch noch daraus machen könnte, was man abändern könnte. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut weg!